Bekommen wir die AG Straßenumbenennung aus Regensburg. Freuen uns, dass ihr heute da seid zu unserem Infoabend zu Maya Yim und dem Thema Grenzenlos und Unverschämt. Ich bin Hanna und ich werde zu Beginn ein paar organisatorische Worte an euch richten. Ihr könnt gerne eure Kameras anmachen, wie es jetzt auch einige schon von euch gemacht haben. Ihr müsst natürlich nicht. Zu Beginn wollen wir erstmal unseren Kooperationspartnerinnen danken, dass zum einen der AAA-Initiative für Menschen mit Ein- und Zuwanderungshintergrund, die Antidiskriminierungsstelle der Stadt Regensburg, Farafina e.V., die GEW Hochschulgruppe und der Integrationsbeirat der Stadt Regensburg. Außerdem bedanken wir uns beim Bundesprogramm Demokratie Leben, in dessen Rahmen die Veranstaltung gefördert wird. Besonders freuen wir uns außerdem, Dr. Natascha Arkelli begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie heute da sind. Dr. Natascha Arkelli versteht sich als Academic Activist, Visualutionist und Afrofuturist, Entschuldigung. Doch ein bisschen aufgeregt. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Postkolonialismus, Kolonialismus und Feminismus. Und sie hat in den letzten Jahren zu Mayim publiziert und mit ihrem Erbe aktivistisch und künstlerisch gearbeitet, zum Beispiel von 2015 bis 2018 als künstlerische Leiterin der Theaterreihe My Sisters am Ufertheater in Berlin. Den Ablauf der heutigen Veranstaltung werde ich euch jetzt im Folgenden vorstellen. Zuerst werde ich die Worte gleich an Quirin übergeben, der unsere AG Straßenumbenennung vorstellen wird. Danach übergebe ich dann an Dr. Natascha Arkelli, die von mir zu Beginn bereits kurz vorgestellt wurde. Da habt ihr dann auch die Gelegenheit, einige Fragen zu stellen an sie in einer Fragerunde, wie genau das Ganze ablaufen wird, werde ich euch gleich im Anschluss an Quirins Vortrag nochmal genauer erklären. Und anschließend schauen wir dann gemeinsam die circa halbstündige Dokumentation Hoffnung im Herz, mündliche Poesie von Maya Yim, von Maria Binder und Dagmar Schulz aus dem Jahr 1997. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet, es werden allerdings nur die Referentinnen bzw. die Beteiligten der AG zu sehen sein, ihr selber werdet nicht zu sehen sein. Genau, dann würde ich das Wort direkt an Quirin übergeben. Schön. Genau, wie Hanna schon gesagt hat, sage ich jetzt erstmal ein paar Worte zu der AG Straßenumbenennung. Umdenken, umbenennen, umwerfen. Das steht kurz und knapp für das, was wir wollen. Wir haben uns mit der Kundgebung am Bismarckplatz Ecke 3M-Straße am 23. August diesen Jahres gegründet. Das Datum haben wir gewählt, weil das der internationale Tag der Erinnerung an den Versklavungshandel und seine Abschaffung ist. Dieser UN-Tag gedenkt den Befreiungskämpfen und leitet sich vom Beginn der erfolgreichen Revolution durch versklavte Menschen am 23. August 1791 in Haiti ab. Damit wollen wir auch darauf hinweisen, dass der Kolonialismus nicht nur die Geschichte der Kolonialherren ist, sondern ebenso die Geschichte derer darstellt, die gekämpft und sich befreit haben. Leider wird die Geschichte des Widerstands zu selten beleuchtet. Zudem haben wir bei unserer Kundgebung eine Kaffeebar in der 3M-Straße kritisiert, die sich nach dem Namen der Straße benannt hat. Das betreibende Ehepaar sieht sich seit längerer Zeit mit der Problematik des M-Wortes konfrontiert. Oh. Trotzdem verteidigt sie weiterhin den Begriff und seine rassistische Bedeutung. Wir wollen ein Umdenken in Gesellschaft anstoßen. Dieses Umdenken kann nur stattfinden, wenn es eine kritische Bearbeitung der deutschen Kolonialgeschichte sowie eine Offenlegung neokolonialer und rassistischer Denk- und Machtstrukturen gibt. Rassismus soll endlich als das verstanden werden, was es ist, ein Mittel zum Erhalt der weißen Vorherrschaft und Ausbeutung. Dieses Umdenken bedarf nicht nur der kritischen Auseinandersetzung, sondern muss sich auch in der Bildung und Erinnerungskultur vor Ort niederschlagen. Ferner kämpfen wir für ein Menschsein, welches auf Gleichberechtigung, Augenhöhe, Sensibilität und Respekt beruht. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir entsprechende Strukturen verändern und aufbrechen. Zu dieser Veränderung gehört das Umbenennen von Orten, Plätzen, Straßen und so weiter, die eben jene Machtstrukturen weiterhin legitimieren und untermauern. Dabei setzen wir uns auch für den Abbau anderer Diskriminierungsformen und Machtstrukturen ein. Ein Umwerfen hegemonial denken und Machtstrukturen beinhaltet unter anderem die Dekolonialisierung unserer Stadt voranzutreiben. Zum Umdenken gehört, wie schon erwähnt, die Aufklärung und Bildungsarbeit, die leider in Regensburg fehlt. In diesem Sinne gehen wir auch heute Abend auf die Frage der Notwendigkeit von Umbenennung ein. Straßennamen sind Teil der Erinnerungskultur und damit Teil des kollektiven Gedächtnisses. Man benennt Straßen nach Menschen. Wenn wir uns also Straßennamen in Regensburg ansehen, in denen Personen geehrt werden,
fällt auf, dass diese vornehmlich männliche Personen mit ihrem Namen genannt werden. Beispiele sind Thundorfer Straße, Ernst-Reuter-Platz und der Bismarck-Platz, der direkt neben der 3M-Straße liegt. Für all diese Personen wurde sich hier Zeit genommen, Orte explizit mit Namen dieser Menschen zu benennen, an die man erinnern möchte. Es kann auch kein Zufall sein, dass der Bismarckplatz direkt neben der 3M-Straße liegt. Für diejenigen, die es nicht wissen bzw. nicht mehr wissen oder nichts davon gehört haben wollen, ein kleiner Exkurs zu Bismarck, damit man besser einordnen kann. Niemand Geringeres als der Reichskanzler Bismarck lud 1884 zur sogenannten Kongo-Konferenz, um dort zusammen mit anderen europäischen Mächten die Aufteilung des afrikanischen Kontinents festzuschreiben. Der Bismarckplatz, der vor einer Umbenennung einmal Jakobsplatz hieß, steht also nicht nur in direkten geografischen, sondern auch in einem historischen Zusammenhang. Gefeiert werden sollte hier im Zentrum der Altstadt die Entstehung des Deutschen Reichs mitsamt seiner kolonialen Fantasien. Es war schon damals kein Geheimnis, dass diese nur durch die militärische Unterwerfung und gleichzeitig moralische Abwertung schwarzer Menschen in die Tat umgesetzt werden konnte. Interessant hierbei ist auch die Tatsache, dass die Namen von Straßen, Plätzen und so weiter immer wieder verändert wurden. Auch dies ist Teil der Stadtgeschichte. Und ähnlich wie sich unsere Stadtgesellschaft verändert hat, muss sich dies auch in der Geografie widerspiegeln. Und vielleicht können dann auch nicht weiße Menschen durch ihre Stadt laufen und sich darin wiedererkennen, so wie sie wiedererkannt werden wollen, selbstbestimmt. Auch nochmal ein paar Worte zum M-Begriff, da das immer ein bisschen unklar ist, wenn man so in Regensburg in der Medienlandschaft sich umsieht. Er stammt aus einer Zeit, in der es kaum oder keine Kenntnis davon gab, wer wie organisiert in Nordafrika lebte. Dieses Wort ist vor allem eine Fremdbezeichnung und stammt aus einer Zeit, als Leute, die als M bezeichnet wurden, in Deutschland nicht als vollwertige Menschen anerkannt wurden. Das M-Wort sowie das N-Wort waren schon von Anfang an negativ belastet. Die Denkweise war, wer dunkle Haut hat, ein verbranntes Gesicht, der stammte aus klimatheoretischer Sicht aus einer Region, in der keine Vernunft möglich war. Später wurde der Begriff für Nichtweiße, Nichtchristinnen benutzt. Hier stellte schon May Ayim fest, physische Andersartigkeit und fremde Glaubensvorstellungen charakterisieren somit den Begriff. Dass dies auch heute mit dem Phänomen des Rassismus, der sich vornehmlich an nichtchristliche Migrantinnen abarbeitet, immer noch der Fall ist, scheint verblüffend und tragisch zu sein. Wir wollen euch mit der heutigen Veranstaltung May Ayim näher bringen. Für uns wäre es ein positiver Schritt in die richtige Richtung, den verletzenden, entmenschlichen und kolonialistischen Straßennamen der 3M-Straße durch eine so wichtige Person zu ersetzen. Denn die Geschichte des Kolonialismus und des Rassismus sollten endlich aus der Perspektive des Widerstands wahrgenommen werden. Dankeschön. Danke dir, Quirin, für diese äußerst wichtige und interessante Einführung. Als nächstes möchte ich dann das Wort an Frau Dr. Natasha A. Kelly übergeben. Das Ganze wird jetzt wie folgt ablaufen. Wir schließen dann direkt mit einer Fragerunde, die circa 20 Minuten bis eine halbe Stunde lang sein wird, an. Ihr könnt bereits während dem Vortrag eure Fragen in den Chat schreiben. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl werden wir diese dann leicht moderiert zusammenfassen und Frau Dr. Natasha Kelly einzelne Fragen davon stellen. Okay, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung an die AG Straßenumbenennung in Bayern, in Regensburg. Grüße aus Berlin. Und zwar dachte ich, dass ich tatsächlich einsteige mit Worten von May Ayim, die ich momentan für die aktuelle politische Situation sehr passend finde. Ich werde nicht mehr dazu sagen, ich lese erst einmal. In den ersten Tagen nach dem 9. November 1989 bemerkte ich, dass kaum Immigrantinnen und schwarze Deutsche im Stadtbild zu sehen waren, zumindest nur selten solche mit dunkler Hautfarbe. Ich fragte mich, wie viele Jüdinnen nicht auf der Straße waren. Ein paar Afrodeutsche, die ich im Jahr zuvor in Ostberlin kennengelernt hatte, liefen mir zufällig über den Weg und wir freuten uns, nun mehr Begegnungsmöglichkeiten zu haben.
Ich war allein unterwegs, wollte ein bisschen von der allgemeinen Begeisterung einatmen, den historischen Moment spüren und meine zurückhaltende Freude teilen. Zurückhaltend deshalb, weil ich von den bevorstehenden Verschärfungen in der Gesetzgebung für Immigrantinnen und Zufluchtsuchende gehört hatte. Eben wie andere schwarze Deutsche und Immigrantinnen wusste ich, dass selbst ein deutscher Pass keine Einladungskarte zu den Ost-West-Feierlichkeiten darstellte. Wir spürten, dass mit der bevorstehenden innerdeutschen Vereinigung eine zunehmende Abgrenzung nach außen einhergehen würde. Ein Außen, das uns einschließen würde. Unsere Beteiligung am Fest war nicht gefragt. Das neue Wir, wie es Kanzler Kohl zu formulieren beliebt, die in diesem unserem Lande hatte und hat keinen Platz für alle. Zum ersten Mal, seit ich in Berlin lebte, musste ich mich nun beinahe täglich gegen unverblümte Beleidigungen, feindliche Blicke und oder offen rassistische Diskriminierung zur Wehr setzen. Ich begann wieder, wie in frühen Zeiten, beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln nach den Gesichtern schwarzer Menschen Ausschau zu halten. Eine Freundin hielt in der S-Bahn ihre afrodeutsche Tochter auf dem Schoß, als sie zu hören bekam: "Solche wie euch brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir sind hier schon selber mehr als genug." Ein 10-jähriger afrikanischer Junge wurde aus dem vollen U-Bahn auf den Bahnsteig hinausgestoßen, um einen weißen deutschen Platz zu machen. Das waren Vorfälle in West-Berlin im November 1989. Und seit 1990 mehrten sich dann Berichte von rassistisch motivierten Übergriffen von vor allem auf schwarze Menschen, mehrheitlich im Ostteil Deutschlands. Berichte, die zunächst nur in Kreisen von Immigrantinnen und schwarzen Deutschen bekannt wurden. Offizielle Medienberichterstatterinnen nahmen von der gewaltsamen Ausschreitung kaum Notiz. Ich begann das Jahr 1990 mit einem Gedicht. Grenzenlos und unverschämt. Ein Gedicht gegen die deutsche Scheinheit. Ich werde trotzdem afrikanisch sein, auch wenn ihr mich gerne deutsch haben wollt, und werde trotzdem deutsch sein, auch wenn euch meine Schwärze nicht passt. Ich werde noch einen Schritt weiter gehen, bis an den äußersten Rand, wo meine Schwestern sind, wo meine Brüder stehen, wo unsere Freiheit beginnt. Ich werde noch einen Schritt weitergehen und noch einen Schritt weiter und wiederkehren, wann ich will, wenn ich will, grenzenlos und unverschämt bleiben. Da es Titel der Veranstaltung ist heute Abend, wollte ich es mir nicht nehmen lassen, tatsächlich mein Talk auch einzuordnen in das Jahr 1990, also vor fast ziemlich genau 30 Jahren, als die Mauer fiel. Nicht, um nostalgisch zu werden, ganz im Gegenteil. Ich habe hier tatsächlich das Gefühl, dass die Worte und vor allem das Gedicht Grenzenlos und Unverschämt von Mai Ayim aktueller sind als je zuvor. Wir haben das Jahr 2020, ja, begann im Prinzip mit ähnlicher Stimmung. Wir hatten die Vorfälle in Hanau, dann kam Corona, dann kam Black Lives Matter, und die deutsche Gesellschaft und Politik haben nichts dazugelernt. Ja? Viele von euch, von uns, haben sehr viel über Mai Ayims Einfluss in Kunst und Kultur gehört. Die Hanna hat ja schon von meinem Projekt berichtet, was ich am Hau-Theater mache. Dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen. Aber ich wollte heute tatsächlich über Mai Ayims Einfluss auf die deutsche Politik sprechen. Die politische Wirkung von Mai kann natürlich nicht von ihren künstlerischen und oder kulturellen Arbeiten getrennt werden. Aber genauso wenig darf Afrokultur aus der deutschen Politik
weggedacht werden. Aus verschiedenen Gründen. Ich werde versuchen, das hier zusammenzufassen, weil es gibt tatsächlich einige, ja, Schnittpunkte, würde ich sagen, wo wir tatsächlich die aktuelle Politik wieder auf Maya Heems Arbeiten und ihr Wirken, ihre Worte zurückführen können. Zuallererst, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, das ist für mich auch persönlich einer der wichtigsten Punkte, ist, dass Maya Heem einer der ersten schwarzen Wissenschaftlerinnen war, die im Bereich der Antirassismusforschung aktiv war. Ich möchte wirklich betonen, dass ich einen Unterschied mache zwischen Antirassismusforschung und Rassismusforschung. Warum? Also, die Antirassismusforschung kommt aus einer widerständigen Haltung heraus und verunmöglicht die Objektifizierung von rassifizierten Menschen. Die Forschung aus einer antirassistischen Perspektive geht von einer Subjektposition aus und richtet ihren Blick nicht auf die Betroffenen, sondern vielmehr auf die Strukturen. Das passiert in der Rassismusforschung nicht. Der Rassismusforschung, wo wir überwiegend weiße Forscherinnen sehen, richtet ihr Blick ausschließlich auf rassifizierte Menschen, schwarze Menschen, POC und andere Menschen, alle Menschen, die von Rassismus betroffen sind, und reduziert den Blick auf die Betroffenheitsebene, sprich auf die Rassismuserfahrungen, ja, und versucht im Prinzip Rassismus auf einer individuellen Ebene zu erklären. Das funktioniert insofern natürlich nicht, weil Rassismus auf der strukturellen Ebene sich eingeschrieben hat in der deutschen Gesellschaft. Und zwar in allen Bereichen der Gesellschaft. Es gibt keinen Bereich der deutschen Gesellschaft, was nicht von Rassismus berührt ist. Wir können uns die Wirtschaft angucken, wenn wir uns die Kolonialisierung angucken, Versklavung, das waren Wirtschaftsunternehmen, die letzten Endes die Industrialisierung hervorgebracht haben, also sozusagen die Arbeiterin oder die arbeitende Person. Diese Industrialisierung hat zum Klimawandel, wie wir es heute erleben, geführt. Auch da im Bereich der Klimagerechtigkeit können wir nicht angucken, ohne uns den strukturellen Rassismus anzugucken. Wenn wir uns die Politik anschauen, haben wir das Staatsbürgerinnenschaftsgesetz, was im Jahr 2000 zwar erweitert wurde, um die sogenannte doppelte Staatsbürgerinnenschaft, was heute auch wieder in Frage gestellt wird. Es fußt allerdings in das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz aus dem Jahr 1912, 1913. Und dieses Gesetz sagte nicht, wer deutsch ist, sondern wer nicht deutsch ist, und benutzte dazu auch rassifizierende Begriffe, die ich hier jetzt nicht wiederholen werde. Daraus lässt sich tatsächlich ableiten, wer dann natürlich deutsch war. Das Gesetz entstand aus einer Debatte, was letzten Endes in den deutschen Kolonien begann, zuerst in Samoa und später dann nach Namibia überschwappte sozusagen, wo dann im Prinzip Ehen zwischen Schwarzen und Weißen verboten wurde. Diese Debatte wurde dann in den Reichstag genommen und hat letzten Endes zur Formierung dieses Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes geführt, was heute noch Grundlage des Staatsbürgerinnenschaftsrechts ist. Ja. Wir sehen natürlich Rassismus bei der Polizei, auch wenn unser lieber Bundesinnenminister, aka Heimatminister, das nicht hören will. Aber ja, auch die Polizei hat ein strukturelles Rassismusproblem. So wie alle anderen Institutionen auch, von Kindergarten bis zu den Hochschulen. Ja. Und an den Hochschulen, und hier sehe ich tatsächlich, warum es jenseits meiner persönlichen individuellen Biografie für mich wichtig ist, ist der Ort, wo wir tatsächlich mehr erreichen können, was tatsächlich den Abbau von Rassismus, sei es durch postkoloniale Prozesse oder Dekolonialisierungsprozesse, die letzten Endes zur Dekonstruktion von Rassismus führen können,
ist es tatsächlich primär, wie ich finde, auf dieser Ebene, wo eine Institutionalisierung erfolgen muss. Und diese Institutionalisierung, die hat Mai Ayim angestoßen. Sie war, wie gesagt, eine der ersten schwarzen Wissenschaftlerinnen, die sich tatsächlich mit dem Zusammenhang von Rassismus und Sprache auseinandergesetzt hat. Ja? Und einige Beispiele haben ja von Quirin schon gehört, dass es sie schon vor 30 Jahren sich mit der Umbenennung der M-Straße hier in Berlin oder für die Umbenennung eingesetzt hat. Just erst in diesem Sommer wurde, also nach 30 Jahren Kampf, der Beschluss gefasst, dass die Straße umbenannt wird. 30 Jahre, das lasst mal auf die Zunge vergehen. Was hier nicht verstanden wird, ja, ist, dass Sprache Handeln ist. Also neben dem N-Wort hat Mai Ayim sich auch für die Abschaffung des N-Wortes eingesetzt. Sie hat schon zu ihrer Zeit für das Streichen des N-Wortes aus dem Kinderbuchklassiker Pippi Langstrumpf gekämpft. Das hat bis 2009, also auch wieder 20 Jahre, betone immer die Zeitdauer, wie lange es dauert, dass Leute verstehen, um was es hier jetzt eigentlich geht, ja. Bis tatsächlich der Hamburger Verlag Friedrich Oettinger auf Geheiß des Autors entschied, in allen Neuauflagen des Kinderbuchklassikers von Astrid Lindgren das N-Wort zu streichen. Ja, da war ein Höhepunkt dieser Debatte erreicht und was tatsächlich auch viele Verlage folgten, unter anderem auch der Thienemann Verlag, der die Kinderbuchklassiker von Ottfried Preußler hat, wo wir wirklich sagen können, dass da eine Sprachrevolution begann, ja, oder zumindest die Mitte der Gesellschaft erreicht hat. Was tatsächlich in diesem Kontext nicht verstanden wird, ja, ist das konstruktivistische Sprachverständnis, ja, dass wir, dass Sprache Handeln ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir immer noch in den 50er, 60er Jahren stecken, wenn es um sprachlichen Rassismus geht. Dann werden plötzlich alle sprachwissenschaftlichen Errungenschaften der letzten 30 Jahre über Bord geworfen. Und es wird überhaupt nicht verstanden, was das Gewaltvolle an der Sprachhandlung ist. Natürlich, indem ich rede, handle ich. Also nicht alleine die Tatsache, dass ich natürlich meinen Mund bewege, auch nonverbale Kommunikation, sprich Gebärdensprache oder Ähnliches, ist ja eine Form des Handelns. Da wird es vielleicht visuell ein bisschen deutlicher, warum das auch eine Form des Handelns ist. Und es ist so, dass Rassismus nicht nur in, sondern auch durch Sprache transportiert wird. Das heißt, dass der Rassismus an sich oder die rassistische Verletzung nicht ausschließlich auf der Wortebene liegt, sondern indem ich spreche, schaffe ich ja Diskurs und Diskurse. Und Differenzen werden in Diskurs verstetigt und weitergetragen, weiter tradiert und so weiter und so fort. Und dann natürlich wird auch auf diese Weise Gewalt transportiert zum einen. Und es werden auch Erkenntnisse und Repräsentationen aus der Kolonialzeit weiter tradiert. Ja? Wir neigen ja immer dazu zu glauben, dass der Kolonialismus abgeschlossen wäre. Ja? Und hier bin ich bei der zweiten wissenschaftlichen Disziplin schon angekommen, neben der Linguistik auch die postkoloniale Forschung oder Postcolonial Studies, was hier nur rudimentär in Deutschland verhandelt oder vorhanden ist und institutionalisiert ist und lediglich immer als Beiwerk zu anderen Fächern und Disziplinen funktioniert, aber keine Eigenständigkeit hat. Ja? Und wir sehen beispielsweise daran, dass 2010 in Berlin das Gröbenufer in Mai Ayim-Ufer umbenannt wurde. Und damit ist tatsächlich ein postkolonialer Perspektivumkehr erfolgt und Postkolonialismus in deutsche Nationalgeschichte eingeschrieben worden. Immer noch fehlt aber dieses Einschreiben in Form der Institutionalisierung an deutschen Universitäten. Wir können uns die Frage stellen, warum?
ich lasse das mal vielleicht für die Diskussion am Ende. Ja? Es gab natürlich schon einige Versuche, postkoloniale Studien in Deutschland zu institutionalisieren. Das will ich nicht aus dem Blick lassen. Zuletzt an der Universität in Frankfurt. Dort wurde im Sommersemester 2015 das Institut für postkoloniale Studien gegründet. Das ist eine Initiative von Studierenden, Forscherinnen und Interessierten des Frankfurt Research Center for Postcolonial Studies, das FRCPS, wie es abgekürzt wurde, war. Es war das erste seiner Art im deutschsprachigen Sozialwissenschaften und verfolgte das Ziel, postkoloniale Theorie im Allgemeinen und feministisch-postkoloniale Theorie im Besonderen in der hiesigen Wissenschaftslandschaft stärker zu verankern. Hierfür wurden beispielsweise ein Kolloquium eingerichtet, an dem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von verschiedenen Universitäten Deutschlands und der Schweiz teilnehmen konnten, um einige wissenschaftliche Projekte und allgemeine Theorien zu entwickeln, im Feld der postkolonialen Studien zu diskutieren. Postcolonial Studies ist ein interdisziplinäres Feld von Perspektiven, Theorien und Methoden. Und alleine durch diese Interdisziplinarität oder vielmehr Transdisziplinarität, muss ich ja sagen, widerstrebt es den traditionellen Wissenschaftsdisziplinen und wird daher von den alten weißen Männern, und das betone ich jetzt als Metapher, die tatsächlich den Wissenschaftsraum beherrschen, natürlich nicht gern gesehen, wenn ihre alten Traditionen umgeworfen werden und neue Ideen, und vor allem auch neue Erkenntnisinteressen an die Universität Fuß fassen. Also uns wird da das Leben unheimlich schwer gemacht, andere Perspektiven reinzubringen. Es wird zwar überall von Diversität gesprochen und ich weiß nicht, welche Universität nicht der Diversität als Leitsatz hat, ja, aber Diversität setzt Multiperspektivität heraus. Und wir haben das Problem, dass in deutschen Universitäten in der Wissenschaft eine Monoperspektivität herrscht. Und das ist der Eurozentrismus. Ja? Und obwohl es viele andere Forschungsperspektiven, eben wie der Afrozentrismus in diesem Fall gibt, die auch gleichberechtigt neben eurozentrischen Wissenschaftsformen und Perspektiven stehen könnten, wird es komplett abgelehnt. Wenn es Formen wie Afrikanistik gibt, dann erfolgt da auch wieder eine Objektifizierung von schwarzen Menschen, von afrikanischen Menschen und People of Color im Allgemeinen. Ja? Eine dritte Ebene, die sich auch, wo sich auch wieder zeigt, dass die Wissenschaft echt wirklich, wirklich lahm ist in dieser Geschichte, ist tatsächlich in den Sozialwissenschaften selbst. Und das sehen wir beispielsweise an aktuellen Debatten wie die Anti-Rasse-Debatte. Ja? Es wird ja gefordert, von Rasse im Grundgesetz zu ersetzen. Ja? Ich will nur wirklich drei Gründe kurz nennen, ohne jetzt die Debatte wieder aufzublähen. Ihr könnt googeln, Natasha Kelly, Rassedebatte, da könnt ihr es im Detail nachlesen, was ich in den letzten Monaten zu diesem Thema geschrieben habe. Aber warum ich das wirklich fatal finde, wenn das Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen wird, was eigentlich auch wieder mit einer epistemischen Gewalt einhergeht und mit dem Ignorieren schwarzer deutscher Geschichte und Wissensproduktion, will ich es mal kurz zusammenfassen. Ja? Zum einen geht mit dem Begriff, die Geschichte des Begriffes an sich geht verloren. Ja? Ja, Rasse ist biologisch determiniert und wird auch biologisch verstanden und zu einem Zeitpunkt, als es zu dem Zeitpunkt nach dem Zweiten Weltkrieg, als das Wort tatsächlich Eingang ins Grundgesetz fand, war es biologisch definiert. Ja? Selbst da waren wir, also Deutschland der 1949, 50, war 50 Jahre spät in der sozialwissenschaftlichen Entwicklung, weil es gab bereits im anglophonen Raum den sogenannten Racial Turn, was mit dem postkolonialen Turn und der postkolonialen Wende
vergleichbar ist. Racial Turn besagt im Prinzip, dass es einen Wandel, einen Veränderungsprozess gegeben hat von einer biologischen Lesart von Rasse hin zu einer soziologischen Lesart von Rasse, das klar wird, wenn wir im englischsprachigen Raum den Begriff Race benutzen, dass ganz klar von einer sozialen Kategorie die Rede ist. Wir brauchen diese Kategorie in der Sozialwissenschaften, weil zum einen tatsächlich überhaupt erst diese Wende, the so-called racial turn, erst ein Umdenken möglich gemacht hat. Um den Vergleich tatsächlich mit den postkolonialen Studien zu führen, da wird ganz klar der postkoloniale Perspektivumkehr gefordert. Es schreibt sich ein beispielsweise in der Tatsache, dass wir hier in Berlin ein Mai-Ajim-Ufer haben und nicht mehr ein Gröben-Ufer. Das ist, wo wirklich dieser postkoloniale Turn eingeschrieben wurde. Das heißt, dass die Perspektive von den Kolonisatoren auf die Kolonialisierende hingelenkt wurde, dass die Kolonialisierenden, die wir in diesem Fall durch Mayahim vertreten werden, nachdem die Straße benannt oder das Ufer benannt wurde, eine Subjektposition zugeschrieben bekommen. Vergleichbar ganz genau mit meinem Argument, warum es keine Rassismusforschung bitte, wir brauchen Anti-Rassismusforschung. Genau diesen Racial Turn brauchen wir auch in der Lesart von Rasse. Weil Rasse muss als soziale Kategorie verstanden werden, um überhaupt ein Umdenken bewirken zu können. Wenn wir zu diesem Zeitpunkt Rasse aus dem Grundgesetz streichen, streichen wir mit diesem Begriff die gesamte Geschichte des Rassismus, die da dranhängt. Ja? Wir laufen vor allem auch Gefahr, dass eine biologische Verstehensart haften bleibt im Gedächtnis, im kollektiven Gedächtnis haften bleibt. Ja? Und Fakt ist, es gibt tatsächlich Menschen, die immer noch glauben, ja, die stadtbekannten Rassisten, ja, die wirklich glauben, dass Menschen noch in Rassen eingeteilt werden können. Ich frage mich daher an dieser Stelle, als wirklich in den 60er Jahren, noch viel, viel früher, zur Wende zum 20. Jahrhundert, klar war, dass Menschen nicht in Rassen eingeteilt werden konnten. Wo Deutschland war zu diesem Zeitpunkt? Also Schnarchnasen in dieser Hinsicht in jeder Form. Wir kommen allerdings nicht weiter einfach, indem wir diesen Begriff ersetzen. Wir müssen es aufarbeiten. Die Geschichte des Rassismus müssen wir hierzulande aufarbeiten, genauso wie wir die Geschichte des Kolonialismus aufarbeiten müssen, was ja in leisen Schritten schon passiert. Ja? In den Sozialwissenschaften und ich als Sozialwissenschaftlerin, ich bin Kommunikationswissenschaftlerin und Soziologin, das gehört zu den Sozialwissenschaften. Wir verwenden in den Sozialwissenschaften schon seit vielen, vielen Jahrzehnten den Race-Begriff, ja, ohne dass da groß darüber diskutiert wurde. Ja. Und es wird seit den 1980er Jahren verwendet. Seit Mai Ajim wird Race verwendet. Ja. Mai Ajim hat schon Race als Agency eingesetzt, ja, um die Fähigkeit zu bekommen, für sich selbst einzustehen und für sich selbst sprechen zu können. Die spiegelte sich beispielsweise in Selbstbenennungen wie schwarze Deutsche und Afrodeutsche wider, die Mai Ajim und Katharina Oguntoye und andere Schwestern zu ihrer Zeit geprägt haben. Ja? Indem sie diese Selbstbenennungen als Angebot geschaffen haben, haben sie im Prinzip diesen sogenannten Racial Turn schon angestoßen. Ja, der ist aber nur noch nicht vollbracht worden. Und zwar, weil diese Selbstbenennungen noch nicht in Medien und Politik angekommen sind. Gerade die Medien, die sind extrem kreativ, wenn es um schwarze Selbstbenennungen geht. Dann reichen vor allem in der Presse unsere Selbstbenennungen meist über eine ganze Zeile, bis man den Vordergrund von dem Hintergrund von der Migrationsgeschichte der Geschichtenerzählerin hin zu Hast du nicht gesehen, irgendwie ausdifferenziert hat. Ja.
Es ist, wenn wir also beispielsweise den Sprung sehen, wenn wir diese Selbstbenennung als einen Meilenstein im Zuge dieses Racial Turns, also im Zuge dieses Prozesses sehen, dann kann beispielsweise auch die Umbenennung des Mayajim-Ufers oder Umbenennung in Mayajim-Ufer als einen weiteren Meilenstein gesehen werden. Und wir brauchen weitere Einschreibungen dieser Art, bis dieser Racial Turn vollzogen ist, bis das Umdenken auch in die Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und ich sage euch, wenn wir Rasse streichen, streichen wir die Geschichte des Rassismus aus diesem Land, was sowieso schon geleugnet wird. Abgesehen davon, und jetzt bin ich bei meinem dritten Punkt, wird Race in seiner biologischen Bedeutung als Lesezeichen, wird Rasse in seiner biologischen Bedeutung als Lesezeichen verwendet. Und in diesem Sinne meine ich wirklich die biologische Bedeutung. Und das geht nämlich in die Kolonialgeschichte zurück, was als Beginn schwarzer deutscher Geschichte, den Beginn schwarzer deutscher Geschichte markiert. Ja? Dies geht Hand in Hand mit den Mischehegesetzen, die ich vorhin schon benannt habe, dass nämlich die Nachkommen aus diesen Ehen zwischen afrikanischen Menschen und weißen deutschen Menschen nicht die deutsche Reichsbürgerinnenschaft damals zugesprochen bekam oder nur auf Umwegen zugesprochen bekam. Sie wurden geboren als illegitime oder legitime Kinder. Das heißt, legitime Kinder vor Erlass des Gesetzes und illegitime nach Erlass des Gesetzes. Ja? Wenn wir also Rasse streichen, ohne unsere eigene Geschichte aufgearbeitet zu haben, löschen wir uns auch raus aus deutscher Nationalgeschichte. Das wäre fatal. Was wichtig nämlich zu verstehen ist, ist, dass schwarze deutsche Geschichte nicht entlang des Rassismus geschrieben wird, sondern entlang der Kategorie Race und damit Rasse zu einer sozialen Lesart erst umdenken lässt, sozusagen, wenn das Sinn macht. Ja? Das andere ist auch, dass die Geschichte des Weißseins in Deutschland auch neu verhandelt werden muss. Und auch das nur auf Grundlage von Rasse, was die Materialisierung des Rassismus ist, erfolgen kann. Hier reicht es nicht aus, im Rückblick deutsche Geschichte als eine Geschichte weißer Deutsche wahrzunehmen. Ja? Vielmehr muss die Geschichte ganz explizit mit Bezug auf Weißsein und dessen Wirkungsweisen auf alle gesellschaftlichen Ebenen und im Zusammenhang mit allen historischen Prozessen betrachtet und analysiert werden und neu geschrieben werden. Ja? Das aus sozialwissenschaftlicher Perspektive und aus juristischer Perspektive ist es hier auch nochmal wichtig, dass im Grundgesetz der Begriff nicht Menschen als Rasse kategorisiert, sondern Menschen davor schützt, als Rasse kategorisiert zu werden. Das ist juristisch wirklich eine ganz spezifische Logik. An der Stelle fiel mir ein zweites Gedicht von Mayajim ein, was ich gerne an dieser Stelle lesen würde. Ja? Aus Nachtgesang 1997, was nach dem Tod von Mayajim erschien. Die Farbe der Macht. Nicht die Farbe der Haut, die Farbe der Macht entscheidet. Rassismus ist das bleiche Gesicht der Gewalt, die sich in Deutschland wieder zunehmend offen, in Südafrika immer schon ungeschminkt zeigt. Die Farbe der Macht, mit der sich Einwanderer in Südafrika als Afrikaner bezeichnen und die schwarzen Bewohner aus eingewanderten Bantus ausweisen, ist die gleiche, mit der sich Einwanderer in den USA als Amerikaner erweisen und die eigentlichen Amerikaner als Indianer beschreiben. Nicht die Farbe der Haut, die Farbe der Macht entscheidet für oder gegen das Leben. Anhand von Mayajims Biografie, ja, die ja jetzt extrem wichtig ist und die sie tatsächlich mit uns geteilt hat
Und für uns auch als ihre nachkommenden Generationen, als ihre jüngeren Schwester, Geschwister, im Prinzip dagelassen hat, ja, erlaubt uns, uns auch als schwarze Deutsche in einem diasporischen Kontext zu verorten, also über nationale Grenzen hinaus. Was ich auch extrem wichtig finde, in einer Welt, die immer näher zusammenwächst, wie wir ja jetzt live hier gerade erleben. Ich spreche ja gerade hier aus Berlin zu euch in Regensburg und anderen Teilen Deutschlands. I don't know where you are. Ja. Diese Biografie hat letzten Endes zeigt eine schwarze macht eine schwarze Theorietradition sichtbar, die sich in, auf unterschiedlichen Ebenen einschreibt. Zum einen im schwarzen feministischen, im schwarzen Feminismus. Das Buch Farbe bekennen, was viele von euch hoffentlich kennen, und wenn nicht, dann geht nach diesem Vortrag sofort raus und holt euch das, ja, ist entlang der Linien des schwarzen Feminismus geschrieben worden. Wir haben die Critical Race Theory, wo eben genau diese Anti-Rasse-Debatte auch fußt, was die Intersektionalität hervorgebracht hat, intersektionales Denken hervorgebracht hat, das extrem wichtig ist, noch ein Grund tatsächlich auch Rasse nicht, mir nichts, dir nichts unüberlegt zu streichen. Wir haben die postkoloniale Theorie, das sind globale oder diasporische Theorietraditionen, die tatsächlich überhaupt schwarzes Wissen, aufgrund dessen schwarzes Wissen ja überhaupt theoretisiert werden konnten, ja. Neben der kolonialen Kontinuität wird auch die Kontinuität Wissensproduktion im schwarzen Raum sichtbar. Also wenn wir nicht nur Maya Yeams Biografie nehmen, sondern auch die zahlreichen anderen biografischen Schriften, die im deutschsprachigen Raum geschrieben wurden, das, daran sehen wir ja auch eine gewisse Kontinuität. Und an der Stelle habe ich hier nochmal auf meine Dissertation verwiesen. Nicht, weil ich mich damit loben will, sondern weil ich glaube, dass dieses Buch noch aktueller ist als vor knapp, wann habe ich es geschrieben? 15 Jahren fing ich damit an. Vor 2015 wurde ich dann endlich damit fertig. Und anhand dieses, in diesem Buch, dieser Dissertation, da zeige ich anhand der Biografien von Maya Yeam, Audre Lorde und W.E.B. Du Bois, dass auch schwarzes Wissen aus einer schwarzen Perspektive zu schwarzer Geschichte im deutschsprachigen Raum schon immer produziert wird, wurde. Diese drei Personen haben ja, gehören ja unterschiedliche Generationen an. Und wenn man ihre Biografien sozusagen wie Folien nebeneinander legt, dann, was ich ja versucht habe tatsächlich in diesem Buch, dann wird nämlich auch, werden auch die Machtstrukturen sichtbar, warum schwarzes Wissen zu keiner Zeit unserer Geschichte bis heute nicht Eingang in die Wissenschaft findet. Ich habe das als Entwahrnehmungsstrategien beschrieben, die sowohl auf der visuellen, kognitiven und linguistischen Ebene erfolgen. Auf der sprachlichen Ebene ist es für viele von euch vielleicht am einfachsten nachzuvollziehen, weil wir gerade jetzt mit Straßenumbenennungen uns natürlich mit sprachlichen Rassismus beschäftigen. Aber Sprache ist nicht nur rassistisch, indem ich durch die altbewährten Sprichwörter, sondern Sprache kann auch rassistisch sein durch Dinge, die ich nicht benenne. Zum Beispiel eben das Weißsein. Das ist eine Form der Entnennung der Normposition, was ebenso eine gewaltvolle Handlung ist für alle Menschen, die nicht zur Norm gehören. Und so weiter und so fort. Ich will jetzt hier nicht in die Tiefe gehen, aber ich habe insgesamt 6 Entwahrnehmungsstrategien aufgeführt, die wirklich die rassistischen Strukturen dieser Gesellschaft sichtbar machen auf unterschiedlicher Ebene. Ja. Zum einen, und das führt mich nämlich jetzt zum nächsten Punkt, wo uns die Forschung auch absolut fehlt, ja, wo noch unheimlich viel gemacht werden muss, ist, wenn wir auch zum Beispiel sehen, wie Mai Ayins Leben zu Ende ging. Sie ist ja vom Hochhaus gesprungen, von hier in Kreuzberg, unweit von wo ich tatsächlich wohne. Und
Stichwort Entfremdung von Frantz Fanon beispielsweise oder Alienation, dieses Gefühl, was Rassismus erzeugt, dass schwarze Menschen, aber auch andere POC, sich von sich selbst entfremden. Also den Rassismus internalisieren bis zu einem Punkt, dass es wirklich zum psychischen Tod führt und letzten Endes zum Suizid führen kann. Und Maya Yim ist nicht die einzige Person in unserer Community, die sich das Leben genommen hat. Wenn es nicht Suizid das Ende ist, dann endet es oder mündet es in chronische oder toxische Erkrankungen. Ja? Oder auch den sozialen Tod. Das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Das beste Beispiel hier ist, wie Rassismus beispielsweise im Bildungssystem zum sozialen Tod führt. Der institutionelle Rassismus in Schulen beispielsweise sorgt ja schon für Ausschlüsse von bestimmten Schülerinnen, schwarze Schülerinnen, Schülerinnen of Color, die wirklich denen der Zugang zu einer höheren Bildung verwehrt wird. Ja, aufgrund dieser Dreifaltigkeit, hätte ich schon fast gesagt, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, und dass wirklich von vornherein eine Stigmatisierung erfolgt, dass dann bestimmte Kinder überhaupt gar nicht aufs Gymnasium kommen können und so weiter und so fort. Und das, dann begeben sie sich ja in einen gewissen Kreislauf, wo dann sie am Ende ihres Lebens gar nicht rauskommen. Ja? Das ist der sogenannte soziale Tod, der auch durch Rassismus verursacht wird, durch den institutionellen Rassismus verursacht wird, was dann wiederum dazu führt, wenn dann Schülerinnen oder anfangen zu studieren und dann bei mir als Dozentin oder Wissenschaftlerinnen wieder ankommen, dass da schon gefiltert wurde und bei mir zu 80% weiße deutsche Studierende sitzen. Ja? Aber das ist nicht, weil schwarze und POC-Schülerinnen nichts können, sondern weil Chancengleichheit, um mal ein neoliberales Konzept zu benutzen, ja gar nicht gewährleistet ist, von Anfang an nicht. Und daran zeigt sich nämlich eben auch nochmal ganz klar, dass Rassismus ein strukturelles Problem ist, was nicht ausschließlich auf einer individuellen Ebene gelesen werden muss oder beobachtet werden kann, sondern vor allem strukturell beobachtet werden muss. Ja? Und nach dem Tod von Maya Yim geht es weiter. Ja? Im Prinzip. Ihre Worte und ihre Werke haben ja so viele Menschen inspiriert. Es haben so viele pädagogische, sozialwissenschaftliche Arbeiten inspiriert, also wissenschaftliche Arbeiten generell, literaturwissenschaftliche Arbeiten inspiriert. Es hat, wie gesagt, es gibt zahlreiche BA-Arbeiten, MA-Arbeiten, Dissertationen, die in dieser Tradition zu finden sind. Meine Dissertation, da war ich ganz glücklich drüber, dass ich das umschreiben durfte. Das ist jetzt tatsächlich ein Theaterstück. Es begann als szenische Lesung letztes Jahr in Brasilien. Ich durfte einige Monate in Brasilien leben. Und dort habe ich das umgeschrieben zu einer szenischen Lesung und aufgeführt im Goethe-Theater in Salvador de Bahia. Und habe im Prinzip afrodeutsche Kultur den Afro-Brasilianerinnen nahegebracht. Und es war ein super schönes Erlebnis, Teil der Diaspora werden zu dürfen. Und unterstrichen wurde diese szenische Lesung von einer afro-brasilianischen Percussionistin, die dem ganzen Stück eine afro-brasilianische Ästhetik gegeben hat, wo eben genau diese Verbindung zwischen Afro-Deutschland und Afro-Brasilien wirklich verschmolzen wurde. Da das so super funktioniert hat, bin ich dann ein paar Monate später in die USA eingeladen worden, nach Colorado Springs, wo ich dann dasselbe Stück auf Englisch dann, also in Brasilien auf Portugiesisch und in den USA auf Englisch gemacht habe, wo im Prinzip wir begleitet wurden von einem African-American Singer-Songwriter und die Musik in sich nochmal sich gedreht hat, sozusagen, und im Ganzen ein Black-American-Ästhetik gegeben hat. Und eigentlich sollte in diesem Jahr, im Mai, die Deutschland-Premiere stattfinden. Und am Düsseldorfer Schauspielhaus. Aber
Corona kam und hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nichtsdestotrotz freuen wir uns, wenn wir es tatsächlich schaffen, nächstes Jahr aufzuführen, wenn Corona so will. Und spielen mit einem klassischen Ensemble, wo eben afrokulturelle Musik in der, ich meine, wer hat überhaupt behauptet, dass klassische Musik europäisch und weiß wäre? Ich behaupte ja immer noch, dass das auch Black Music ist, wenn wir dran denken, dass Beethoven war ja schwarz, ne? Viaci Piu ist ein Ensemble, das mit uns da spielen wird. Aber darüber hinaus gibt es auch andere, wie beispielsweise das String Orchestra, auch ein schwarzes Orchester, was eben vermeintlich europäische klassische Musik spielt. Es gibt so viele andere auch im Kulturbereich, Gruppen, die inspiriert wurden durch die Arbeiten von Maya Yi, wie beispielsweise Label Noir, eine schwarze Theatergruppe hier aus Berlin. Oder auch The One World Poetry Night oder auch Hip Hop Meets Poetry. Das sind so zwei Formate, die eben durch das Spoken Word von Maya Yim inspiriert wurden. Und an der Stelle möchte ich auch wirklich betonen, dass es eine der Besonderheiten an Maya Yim tatsächlich ihr Spoken Word war, weil sie, glaube ich, einfach wirklich die erste Person war, die deutschsprachigen Spoken Word salonfähig gemacht hat. Ja, zu einer Zeit, wo es noch uncool war, sage ich mal, auf Deutsch zu rappen, weil ich behaupte mal so, die Hip-Hop-Szene und die Literaturszene, die lief in den 90er Jahren ziemlich parallel zueinander. Aber während die Hip-Hop-Szene ganzen Hip-Hopper noch auf Englisch gerappt haben und dann erst durch Advanced Chemistry sozusagen die ersten deutschsprachigen Raps kamen, war dann so Maya Yim einer der ersten, die tatsächlich auch dieses Spoken Word, dieses Performance auf Deutsch auch tatsächlich gemacht hat. Es gibt auch zahlreiche Organisationen, die ich auch unbedingt noch nennen möchte, wie die ESD und ADEFRA, die von Maya Yim mitbegründet wurden und immer noch aktiv sind, 30 Jahre später. Und letzten Endes aber auch weitere junge Organisationen, die wirklich großartige Arbeit machen und gewachsen sind und ich glaube auch in afrodeutscher Literaturtradition auch tatsächlich fortführen, wie beispielsweise EOTO hier in Berlin. Und was aber letzten Endes fehlt, um wieder zurückzukommen zu meinem Eingangspunkt eigentlich, ist, dass es eine Institutionalisierung von schwarzem Wissen hier in Deutschland fehlt. Das, womit eigentlich Maya Yim in den 90er Jahren begann und diesen Racial Turn angeschoben hat, ist das, was wir in unsere Generation fortführen müssen, bis wir Black Studies institutionalisiert haben in diesem Land. Und zwar als transdisziplinäres Forschungsfeld, am liebsten, wenn es nach mir gehen würde, mit einem Liberal Arts Ansatz, der Raum für Kunst und Kreativität erlaubt und ein Denken jenseits eurozentrischer Grenzen und Normen erlaubt, ja, und wo Menschen, vor allem schwarze Menschen und POC, wieder in visionäre, empowernde Denken kommen. Ja? Und an der Stelle würde ich erstmal lassen. Ich sehe hier die ganze Zeit die Fragen, die jetzt hier aufsteigen, die ganzen Anmerkungen. Ich lasse es jetzt mal dabei und übergebe in die Q&A. Genau. Vielen Dank, Frau Dr. Natasha Kelly, für diesen sehr, sehr, sehr informativen und interessanten Vortrag. Genau, ich hätte gleich mal eine erste Frage noch, die von unserer AG kommt, bevor ich mit den anderen Fragen weitermache. Die werden mir gleich zugeschickt. Und zwar, welche Informationen haben Sie denn zu Maya Yims Wirken in Regensburg? Haben Sie da vielleicht noch ein paar Dinge, die Sie uns erzählen können? Ich glaube, das könnt ihr von der AG besser als ich. Also außer dem Titel Ihrer Arbeit, die ja auch in Farbe bekennend steht, tatsächlich nicht viel. Und die Arbeit an sich habe ich auch noch nicht gelesen. Also wenn es da irgendwie im Archiv ist, würde mich die tatsächlich auch interessieren.
Nein. Keine zufriedenstellende Antwort, ich weiß. Ja, ich würde fast schon sagen, das spricht eben genau dafür, dass eine Aufarbeitung nicht geschehen ist. Es ist ja, deswegen ist es auch eine relativ kryptisch. Ich weiß nicht, so viele Leute haben sich da in Regensburg nicht für Meyerheim interessiert. Genau. Ja, das würde ich unterstreichen an der Stelle tatsächlich, dass noch so viel Arbeit gemacht werden muss. Und ich möchte auch betonen, dass natürlich Meyerheim bestimmt die bekannteste, aber auch nicht die einzige und auch nicht die erste schwarze Wissenschaftlerin, die im deutschsprachigen Raum geforscht und gelehrt hat. Ne? Also da gab es noch andere, die wir auch wirklich noch suchen müssen, wo nochmal zurück zu den Aufgaben einer Black Studies Institution ja genau darin ja liegen kann. Ja. I'm ready when you are. Perfekt, vielen Dank. Dann machen wir mit unserer nächsten Frage weiter, die sich auch nochmal auf Regensburg bezieht. Und zwar zitiert eine Regensburger Lokalzeitung immer wieder den Stadthistoriker Dr. Werner Krobak zur Emmstraße. Zuletzt Anfang diesen Montag. Seiner Meinung nach ist der Name von einem Gast, sei der Name von einem Gasthaus in dieser Straße abzuleiten. Das Hotel hat mutmaßlich den Namen eines Augsburger Hotels übernommen. Dieses hieße so, weil sogenannte Mönche aus dem ostafrikanischen Abessinien dort angeblich kostenlos übernachten durften. Der Name würde somit auf eine soziale Tat im karitativen Sinne hinweisen. Das betreibende Ehepaar des gleichnamigen Cafés in Regensburg begründet die Verwendung des Begriffs mit ihrer angeblichen Bewunderung für die maurischen Hochkultur. Wie bewerten Sie dies und wie passt dies zusammen für Sie? Das passt überhaupt nicht zusammen. Also das ist das erste Mal, dass ich diese Geschichte gehört habe. Und ich weiß nicht, ob der Dalai Lama das cool finden würde, wenn er jetzt als M benannt bezeichnet werden würde. Also da bin ich ja jetzt mal ganz zynisch. Ja. Also also die Geschichte ist mir komplett neu, dass da jetzt irgendwie. Ich lasse das mal so stehen. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich will ja nicht sagen, dass diese Mönche nicht da gewesen sein sollen. Da stellt man sich die Frage, von wo sollen sie gewesen sein? Abessinische Mönche habe ich verstanden. Abizin, ja, Äthiopien, there you go. Äthiopien. Alleine die optische, wie sie ausgesehen haben mögen, ja, ist ja genau das, worum es geht. Es geht ja um diese visuelle. Den visuellen Rassismus, der ja auf Haut markiert wird, und dass die Mönche waren, ja, ist, glaube ich, wirklich zweitrangig in dieser Darstellung. Ja, also auch ein Mönch ist ja nicht frei von Rassismus. Also entschuldige bitte. Also Ja, wir wundern uns auch immer wieder, was wir hier so in den Zeitungen lesen dürfen. Eine weitere Frage war, Meyerheims Arbeit zu Rassismus wurde in Regensburg ja nicht angenommen. Meinen Sie, dass heute dergleichen auch noch passieren würde? An ja, der wobei Universität? ich glaube, wir sind einen Schritt weiter tatsächlich auch als Community. Das sehe ich ja, weil ich ja wirklich regelmäßig angefragt werde, ob ich irgendwelche BA-Arbeiten, MA-Arbeiten, Doktorarbeiten betreue. Und so gerne ich das tatsächlich auch tun würde, ich kann es nicht, solange ich nicht an irgendeiner Universität tätig bin. Erlaubt es mir meine Zeit nicht, A, und ich würde auch nicht, ich würde es ja nicht verantwortungsvoll machen, ne, wenn ich es ja zwischen Tür und Angel und zwischen meiner Lohnarbeit machen müsste, würde ich ja diesen Studierenden ja nicht gerecht werden. Und die Tatsache, dass sie mich fragen, zeigt ja im Prinzip, dass ja unsere Community ihre Haltung ja geändert hat. Ne? Was ja gut ist. Wir betteln ja gar keine weiße Wissenschaftlerinnen mehr hinterher. Könnt ihr bitte, 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 bitte. Sondern die suchen sich ja jetzt gezielt Wissenschaftlerinnen älterer Generation. Und dazu gehöre ich jetzt auch anscheinend. Ne? Keine Ahnung, wo die letzten 20 Jahre geblieben sind. Aber wo ich glaube, dass sich das verändert hat. Ne?
Also während eine Maya Yimsi ihrer Zeit gar keine Wahl hatte, weil es ja gar keine schwarzen Wissenschaftlerinnen gegeben hat, die sie hätten prüfen können. Ja, da musst du ja durch die Struktur durch. Du musst ja meistens wahrscheinlich auch nicht mal eine weiße Frau anwesend gewesen zu der Zeit, sondern auch primär Männer. Das kam ja auch später erst. Ja, haben wir heute, also ich glaube, unsere Community ist, was das angeht, selbstbewusster, radikaler und einfach auch ein bisschen selbstbestimmter geworden, dass wir auch fordern, ja, dass wir irgendwie uns die Frage stellen, als Studierende habe ich das Recht, dass meine Erkenntnisinteressen vertreten werden. Und diese Rechte werden eingefordert inzwischen. Mehr als sonst, immer noch nicht genug, sagen wir es mal so. Aber es ist eine andere Zeit. Und das ist auch gut so. Und es wird leider noch dauern, bis dann irgendwie die Politik reagiert und schwarzes Wissen institutionalisiert, schwarze Wissenschaftlerinnen einstellt. Und zwar nicht als Gastdozentinnen, weißt du wirst eingeladen zu kommen, um dann nach kurzer Zeit wieder zu gehen, oder du wirst für ein Semester irgendwie eingeladen oder so, sondern langfristig Lehrstühle zu geben, ja, um langfristig die Arbeit, die so notwendig wird, in diesem Land zu machen. Das leitet perfekt über zu den nächsten Fragen, die sich nämlich mit den Bildungseinrichtungen befassen. Und zwar wurde hier unter anderem gefragt, welche Rolle denn der Afrozensus bei dem Kampf für eine Institutionalisierung von schwarzem Wissen, zum Beispiel der Begründung von Black Studies, spielt. Also zu dem Afrozensus direkt kann ich nichts sagen, weil ich nicht an dem Projekt beteiligt bin. Aber worum es geht, ist es natürlich, Statistiken zu bekommen, ja. Und das ist natürlich für ein politisches Handeln sind Statistiken natürlich wichtig. Ja, ich bin eine absolute Anti-Statistikerin. Ja, das sage ich dazu, gerade als Soziologin. Ich habe gehasst, ja, diese ganzen SPSS und was wir alles irgendwie hier noch einen Strich und da noch einen hier. Ich weiß nicht, also die Soziologinnen unter euch wissen, wovon ich rede. Ja, aber sie sind politisch notwendig. Und da spricht wiederum die Politikerin in mir, dass es unheimlich wichtig ist, Hard Facts zu haben. Und Hard Facts in einem Land wie Deutschland sind Zahlen. Wir brauchen Zahlen, um belegen zu können, wie viel Menschen es hier überhaupt gibt, in welchen Sektoren wir unterwegs sind, also in welchen gesellschaftlichen Bereichen wir unterwegs sind, wie wir finanziell ausgestattet sind und so weiter und so fort. Und dafür ist der Afrozensus, ich weiß nicht, was da im Einzelnen passiert, aber das ist letzten Endes das, was es braucht. Inwieweit das letzten Endes zur Institutionalisierung führen kann, glaube ich weniger, wenn ich ehrlich bin. Was es machen kann, ist, dass tatsächlich es vielmehr einfach um Ressourcenverteilung geht. Das muss man ja ganz klar sagen. Wie alle Statistiken geht es ja um Ressourcenverteilung. Das ist, wenn du sagen kannst, 10% sind so, 20% sind so, 30% sind so, dann geht 10% der Kohle dahin, 20% dahin, 30% dahin. Ich kürze das jetzt mal ab, ganz salopp, ja. Aber für die Institutionalisierung, inwieweit das helfen kann, das wäre ja schön. Aber letzten Endes, ich habe euch jetzt hier in den letzten 10 Minuten eigentlich schon die komplette Theorietradition dieser Black Studies aufgeführt. Ja, dafür braucht es keine Statistik. Wir füllen schon ganze Bibliotheken. Ja, traurig ist es aber, wenn ich das Buch Farbe bekennen in einer Bibliothek suche und vor allem in den Universitätsbibliotheken, jetzt gerade mal an alle Regensburger Studentinnen, morgen die Aufgabe an euch, geht mal und guckt, wo ihr Farbe bekennen befindet. Falls ihr es überhaupt in eurer Bibliothek habt, ja, dann wird es unter Afrika eingeordnet und nicht unter Deutschland. Und das ist das, was aufhören muss. Ja. Weil wir ganze Bibliotheken füllen inzwischen mit schwarzem deutschen Wissen und Wissen von schwarzen Wissenschaftlerinnen, was im deutschen Kontext angewendet wird. Und wenn das keine Anerkennung findet, dann wird auch ein Umdenken nicht stattfinden.
Also ist für mich der Kern des Problems, liegt wirklich in Wissen, Wissensvermittlung, Wissensproduktion, Wissensproduktionsprozesse. Nur so kann ein Umdenken erfolgen, was vor allem auch langfristig und nachhaltig ist. Ja, und zwar auf allen schulischen Ebenen, wirklich von der Hochschule bis zum Kindergarten, ob es um die Lehrerinnenausbildung geht, dass die wirklich antirassistische Module bekommen, die dann wiederum in der Schule ihre Anwendung finden, oder ob es um die zukünftigen Politikerinnen dieses Landes geht. Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, also da müssen wir jetzt mal zack ran hier. Und das geht ohne Wissen, ohne Bildung, ohne Institutionalisierung geht's nicht. Und das war wirklich ein Ausschnitt von dem, was ich euch hier gezeigt habe, dass letzten Endes eigentlich unsere Curricula stehen. Ne? Das Traurige ist eigentlich, dass im Zuge von Black Lives Matter jetzt im Sommer hier in Berlin der Berliner Senat 9 Millionen Euro in die Integrations- und Migrationsforschung gegeben hat, um Rassismus zu erforschen. Also ich habe geschrien, ich hatte so einen Hals, dass sie das Geld auch überhaupt angenommen haben, ist ein, oh, das war so ein Schlag ins Gesicht mit einem nassen Lappen, weißt du, wo du wirklich denkst, so, das ist nicht euer Ernst. Erstmal, überhaupt Rassismus, also ich habe ja schon den Unterschied aufgemacht zwischen Antirassismus und Rassismusforschung. Das ist ein gravierender, wirklich super wichtige Unterscheidung, ja. Das ist das eine. Das andere ist, dass Rassismus ausschließlich immer in Migrationskontexte gelesen wird. Also es wird dir so angehaftet an deinem Körper, als hätten wir Migranten, erstens überhaupt, als wären alle schwarzen Menschen in diesem Land Migranten, das schon mal, ja. Und dann das Zweite, die von uns, die Migranten sind, ja, als hätten wir den Rassismus mitgebracht, als hätten wir den Rassismus im Gepäck gehabt, als wir nach Deutschland gekommen sind, in welcher Epoche auch immer. Der Rassismus war schon hier, als wir angekommen sind. Ja, da ist ja schon mal ein Denkfehler, wenn wir dann versuchen, Rassismusforschung, was wir eh nicht brauchen, sondern Antirassismusforschung muss eine eigenständige Forschung werden, und zwar unabhängig von allen anderen Disziplinen und schon gar nicht im Kontext von Migration analysiert werden. Also das ist ja in sich auch ein Riesen-Fauxpas. Ich war so sauer. Und dann 9 Millionen Euro. Das muss man sich auf die hätten uns davon 2 oder 3 geben können, wenn wir schon mit zufrieden gewesen wären. 9 Millionen Euro in die Migrationsforschung, um genau diese Bilder zu schüren und diese Diskursketten zu bestätigen, dass alle Migranten so sind, so sind, so sind, so sind, so sind, bis hin zu der Tatsache, dass unser lieber Heimatminister da unten von euch da in Bayern, ja, ein Stammbuchforschung fordert, ja, um die Kriminalisierung zu bestätigen dieser Jugendlichen in Stuttgart. Das soll doch mal einer wirklich auch noch dieses Land noch ernst nehmen am Ende von so viel BS, wollte ich sagen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Kann man so zustimmen, würde ich meinen, also zumindest ich. Als nächstes hatte ich auch noch hier eine Frage im Chat gesehen, die ich sehr interessant fand, weil ich denke, dass es vielen Studierenden so geht. Und zwar ist natürlich auch unsere Vorlesungen, unsere Übungen sind geprägt von rassistischen Aussagen, die sich von Lehrenden, aber auch von Mitstudierenden natürlich, oder die einfach Teil des Wissensbestandes sind, der Wissensvermittlung. Und hier hat eine Person gefragt, wie man damit umgehen soll denn am besten oder was man da tun kann. Und in dem Frage vielleicht auch, in Bayern wurden vermehrt in den letzten Monaten oder ist gerade auf dem Weg, Antidiskriminierungsstellen einzurichten. Vielleicht auch noch die zweite Frage, wie Sie deren Arbeit einschätzen und ob Sie denken, dass das etwas bringt oder ob es eher nicht, oder ja, wie Sie generell die Arbeit dieser Stellen einschätzen. Antidiskriminierungsstellen direkt an der Uni? Genau, als Teil unseres Präsidiums, glaube ich, sogar in unserem Fall hier. Als Teil des Präsidiums? Naja, also ich wäre ja nicht Natasha Kelly, wenn ich nicht skeptisch wäre. Ne? Also das hört sich ja schon wieder alles
sehr nice an, aber wahrscheinlich scheitert es wieder in der Praxis, ja. Weil ich glaube, solange es kein grundlegendes, allgemeingültiges Verständnis von Rassismus gibt, und das ist ja, zeigt ja die aktuelle Debatte, in welche Richtung sie auch immer fehlgeleitet wird hier gerade in diesem Land, zeigt es ja, dass es keine allgemeingültige Definition gibt, was wirklich sagt, dass Rassismus ein strukturelles Phänomen ist. Solange wir das nicht haben, nutzt keine Institutionalisierung, was auch immer. Da bin ich ganz ehrlich, weil auf welcher, es ist so, als würdest du das Ganze auf Treibsand setzen. Ja, wenn du keine Grundlage hast, wenn du kein Fundament hast, auf den du aufbauen kannst und auf dem Antidiskriminierungsarbeit gemacht werden kann, dann ist es doch zum Scheitern verurteilt. Das ist doch albern schon wieder. Ja, und das geht ja dann damit einher, wer sitzt denn dann in diesen Gremien? Ja, mit größter Wahrscheinlichkeit eine weiße Person, weil auch das habe ich hier in Berlin erlebt, an der Humboldt-Universität beispielsweise, dann wird diese Person mit einer weißen Person besetzt, die weder Fachwissen mitbringt noch Erfahrungswissen. Und dann soll sie jemand repräsentieren, die so aussieht wie ich. Ja? Entschuldige bitte, aber dann finde ich meinen Weg gar nicht zu ihr. Also das sind ja wirklich einfache Formeln, das ist wirklich das Einmaleins der Antidiskriminierungsarbeit, dass die Person repräsentieren muss. Das, I don't know, ich will euch nicht jetzt irgendwie sagen, dass ihr das nicht macht, aber ich vermute nur aus meinen Erfahrungen, dass diese Dinge mal wieder nicht mitgedacht werden, weißt du, und dass dann irgendwie da eine weiße Person, die da sitzt. Und ich sage euch, warum ich das problematisch finde. Nicht, dass die Person, die, und das ist wirklich einem falschen Rassismusverständnis geschuldet. Ich habe es gerade vorhin angesprochen. Rassismus ist ja eine zweiseitige Medaille. Ja? Du hast auf der einen Seite rassistische Unterdrückung und du hast auf der anderen Seite weiße Vorherrschaft. Ne? Es ist ja wie eine Waage, also mein Spielraum hier mit meinem Computer. Also wenn ich jetzt irgendwie vor euch stehen würde, würde ich wahrscheinlich anders bewegen. Aber du hast rassistische Unterdrückung, weiße Vorherrschaft. Bislang, was in der Rassismusarbeit, und es ist egal, ob es in der Wissenschaft oder in der Politik gemacht wird, es wird ja lediglich der Blick auf die rassistische Unterdrückung gelenkt. Ja, das ist semi-gut. Ja, es wird nämlich die andere Seite der Medaille vergessen. Die weiße Vorherrschaft führt doch erst überhaupt zu rassistischer Unterdrückung. Ja, wenn also eine weiße Person in einem antirassistischen Kontext arbeiten muss und ich habe die wenigsten Allies, die es wirklich verstehen, dann ist es nicht ihre Aufgabe zu gucken und zu verstehen, wie die rassistische Unterdrückung funktioniert, sondern wie weiße Vorherrschaft funktioniert. Das ist doch existenziell wichtig. So funktionieren Allianzen. Ich brauche niemand, der mich jetzt irgendwie in einer Form, weißt du, mit seiner Empathie überschüttet. Auch ihr armen kleinen Schwarzen, weil das hatten wir auch schon, das sehen wir ja heute in der Entwicklungspolitik, wird es ja nur weitergetragen, der vermeintliche Erziehungsauftrag, ja, sondern ich brauche jemanden, der die Cojones hat, aufzustehen gegen das weiße System als weiße Person und sich gegen den weißen Supremismus zu stellen. Das sind meine Allies. Euch will ich dabei haben. Die anderen, lasst mich in Ruhe. Ihr macht die Sache nur schlimmer. Bin ich ganz ehrlich. Und da, solange das nicht in all diesen Antidiskriminierungsstellen passiert, sind die nichts wert. Dann ist das nur eine Symbolpolitik, die gemacht wird. Oh, wir machen jetzt für unsere armen kleinen schwarzen BPOC-Studentin jetzt hier irgendwas, setzen da eine weiße Person hin, die so empathisch ist, so viel Herz hat und nur das Gute meint, bis sie die bittere Realität des Rassismus erkennt und anfängt, vor dir ihre weißen Tränen fließen zu lassen. Können wir nicht gebrauchen. Ja? Hört auf damit. Fang an, mit uns Rassismus abzubauen. Und zwar steht zu eurer Position und in eure historischen Verantwortung. Das ist das, was wir brauchen. Nichts anderes.
Danke für dieses sehr gelungene Statement. Für diese, das musste gesagt werden, denke ich. Wir haben noch zwei Fragen hier jetzt zu Maya Yim spezifisch, und zwar: Inwiefern spielt das Zusammenspiel von Patriarchat und Rassismus bei Maya Yims Arbeit eine Rolle, wäre die erste Frage. Absolut, super. Es hätte ich natürlich auch nennen können. Ich habe es ja geschweigt, wahrscheinlich, weil ich noch meinen Vortrag von gestern im Kopf hatte, wo ich so viel zum schwarzen Feminismus und Intersektionalität natürlich schon gesagt habe. Aber natürlich ist Maya Yim auch einer der ersten intersektional feministischen Forscherinnen auch gewesen, die genau diese Verwobenheit oder die Überschneidung von Rassismus und Sexismus in einem deutschen Kontext auch angeschoben hat, diese Denkweisen angeschoben hat, gelehrt von Audre Lorde, also die Intersektionalitätsdebatte geprägt hat, auch in den USA. Ganz klar. Sorry, wie konnte ich das vergessen? Als bekennende schwarze Feministin, shame on you, Natascha. Also auf jeden Fall, definitiv, ja. Und diese Debatten, wir sehen ja auch, wie sie sich seit Maya Yim weiterentwickelt. Na, die Intersektionalitätsdebatte bis in die Gegenwart. Das sind Dinge, die Maya Yim angeschoben hat, dass wir heute überhaupt zu Intersektionalität sprechen können. Das wäre ja ohne ihren Einsatz und ohne den Einsatz der Schwestern damals, Audre Lorde damals, ja gar nicht möglich gewesen. Können Sie in dem Zuge auch noch etwas zu schwarzen Diskontinuitäten in Deutschland am Beispiel von Maya Yims Biografie erzählen? Am Beispiel von Maya Yims Biografie schwer, aber am Beispiel der schwarzen deutschen Geschichte, da kann ich, wenn das... Das kann ich die Diskontinuitäten aufzeigen. Und zwar, wenn wir wirklich das Ganze, die schwarze deutsche Geschichte ist ja von einer Diskontinuität geprägt. Das ist ja eigentlich das, was es so schwer macht, schwarze deutsche Geschichte sozusagen zu materialisieren, zu fassen, weil wir uns ständig mit den Lücken beschäftigen müssen. Ja, und die Fragestellung immer ist ja eigentlich, es geht ja damit einher, wenn wir oft gefragt werden, ja, woher kommst du? Ja, das ist ja so diese klassische Frage, die schwarze Deutsche von weißen Deutschen gestellt bekommen. Ja, so, woher kommst du? Das geht ja mit der Vorstellung einher, dass schwarze Deutsche oder schwarze Menschen hier ja nicht hergehören und von irgendwo anders herkommen müssen. Und diese Vorstellung, die hat sich ja über Jahrzehnte aufgebaut. Und zwar, weil schwarze Körper ja stets deportiert wurden aus dem deutschsprachigen Raum, aufgrund des Rassismus und aufgrund der rassistischen Ideologie, die diesem Land zugrunde liegt. Also ich wiederhole mich manchmal, ne? Ich denke auch so, Leute, wann werden die Politiker das endlich verstehen? Dass wir natürlich ein rassistisches Problem einfach hier haben, ja. Und wenn wir, ich kann ein paar Etappen aufzählen, nachdem, als Deutschland seine Kolonien verloren hat, nach dem Ersten Weltkrieg, da wurden die Kolonien abgegeben an verschiedene Länder, an die Alliierten, Kamerun ging an Frankreich und so weiter und so fort. Und Kameruner, die hier gelebt haben, haben jetzt zum Teil, falls sie zu diesem Zeitpunkt überhaupt eine Reichsbürgerinnenschaft hatten, haben sie die entweder verloren oder haben einen Zwischenstatus bekommen. Das schreibt beispielsweise Theodor Michael in seiner Biografie von seinem Vater, der diesen braunen Ausweis hatte. Und dann geht es weiter nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, wurden die sogenannten Brown Babies zwangsadoptiert in die USA, da auch wieder dieses Deportieren von schwarzen Körpern, weil es ja nicht sein könnte, in dieser rassistischen Ideologie die Vorstellung, dass schwarze Menschen hier nicht hergehören, das dauert ja bis heute noch an, ja. Dann geht es weiter nach der Wende, ich springe jetzt mal ein bisschen, nach der Wende gab es beispielsweise die namibischen Kinder, die vor dem Bürgerkrieg gerettet wurden sozusagen, die sind ja nach Angola geflohen, was im Norden von Namibia liegt.
Da ist Kuba reingegangen, die DDR ist reingegangen. Kuba hat die Schulkinder gerettet und die DDR, die Vorschulkinder, die sind außerhalb von Berlin in ein Kinderheim groß geworden. Knapp 1000 Kinder, wo sie leben und gelebt haben, sozialisiert wurden bis zur Wende und dann nach der Wende nicht eingebürgert wurden, ja, nicht Teil dieser Feierlichkeit wurden, wie Maya Yin ja beschreibt, sondern auch wieder deportiert und abgeschoben wurden zurück nach Namibia als inzwischen schwarze deutsche Kinder, ja. Es geht ja ewig so weiter, also ja, das war wirklich nur eine kurze Zusammenfassung, aber es ist eigentlich genau das, dass unsere Geschichte als schwarze Deutsche von eine Geschichte der Diskontinuitäten ist und es zieht sich durch allen Epochen deutscher Geschichte durch, von der Kolonialisierung bis in die Gegenwart, dass jetzt irgendwie im Mittelmeer schwarze Körper dem Ertrinken überlassen werden, anstatt irgendwie, dass man die Fluchtursachen bekämpft. Ja, also... Ich weiß nicht, was so schwer am Denken ist in der heutigen Zeit. Manchmal ist es ein Rätsel. Vielen Dank. Als nächstes hätten wir noch eine Frage bekommen zur Pandemie. Und zwar, inwiefern zeigt die Covid-19-Pandemie Diskriminierung entlang rassistischer Zuschreibungen? War noch eine weitere Frage. Also ich würde sagen, dass Corona wie eine Linse wirkt, ne? Was nochmal tatsächlich auch ein dazu anregen sollte, eigentlich intersektionale Gerechtigkeit zu fordern. Also wir sind jenseits der sozialen Gerechtigkeit. Wir sind, was Corona uns zeigt, sind eben diese ganzen Kreuzungen, um es mit den Worten von Kimberly Crenshaw zu sagen, weil Intersection heißt ja nichts anderes als Kreuzung. Und alle unterdrückte Menschen befinden sich an irgendeiner Kreuzung in diesem Konglomerat von Machtmatrix, ja. Und diese Kreuzungen sind durch Corona sichtbar geworden. Also diese Diskriminierungslinien, die sozusagen sich überschneiden, sind sichtbar geworden, wenn du Corona als Linse nimmst. Aber ich glaube nicht, dass Corona diese Diskriminierung verursacht hat. Sie hat die definitiv an einigen Stellen verschärft, aber die Ungleichheit, die war ja schon vorher da. Und ich glaube, dass das ein Fehler ist, zu glauben, dass Corona irgendetwas verursacht hat. Ja, also von diesem Gedanken müssen wir uns ja verabschieden. Also es macht ja viele Dinge sichtbar. Und es ist ganz interessant, weil ich das gestern ja auch nochmal gesagt habe in dem Talk, was ich gestern hatte, dass es vor allem auch neue Fragen aufwirft, Corona. Das sehen wir ja jetzt beispielsweise an Class oder die Deutschen sagen ja gerne soziale Herkunft, ja. Da müssen wir uns doch tatsächlich ja jetzt andere Fragen stellen, ne? Wenn wir vor einem halben Jahr sehen, dass es tatsächlich die Frage gestellt wurde, welche Berufe systemrelevant sind, dann wurde vermehrt auf die Pflege geguckt, auf Pflegekräfte, Pflegepersonal. Und jetzt ein halbes Jahr weiter ist der komplette Kulturbetrieb tot, ja. Und da müssen wir uns wirklich andere Class-Fragen stellen. Wir müssen uns andere Fragen zur sozialen Herkunft stellen. Wir müssen uns andere Fragen zur sozialen Relevanz einzelner Berufe stellen. Und das geht natürlich mit Machtfragen einher. Ja, ich meine, wer konnte sich denn vorher Theater leisten? Man müsste sich das ja auch so fragen. Und warum trifft es jetzt ausgerechnet einen Teilbereich, ja, während andere, wie ich sage jetzt mal die obersten 1%, nach wie vor eigentlich von der Krise profitieren. Ja, also ich glaube, also zum einen ist Corona also sowohl eine Linse, aber auch, als auch sozusagen ein Analysetool gleichzeitig, wie im Prinzip die Intersektionalität ja an sich, ist ja wirkt als Linse auf der einen Seite und als Analysetool auf der anderen.
Und dass dann diese Dinge neue Fragestellungen aufwerfen. Es wird ja von The New Normal gesprochen. Ich hoffe, dass wir The New ohne Normal bekommen, weil wir brauchen ja keine Norm. Norm ist ja das, was uns überhaupt in diese Lage gebracht hat, die vermeintliche Norm. Wir müssen uns ja fragen, wo wollen wir in 10 Jahren von jetzt sein? Wie kommen wir dahin? Und was kann jeder Einzelne von uns tun? Weil ich kann nur zu meiner Community sagen, dieses Zeitfenster, was wir jetzt bekommen, kriegen wir in 100 Jahren nicht wieder. Ja, also wenn wir jetzt nicht aufstehen und da reingehen und wirklich unsere Forderungen stellen und ganz klar sagen, worum es hier eigentlich geht und den Leuten vor Augen führen, was sie nicht sehen, was sie seit 500 Jahren nicht sehen wollen. Und wir sind nicht die Ersten, die denen das erzählen. Ja, dann wird hier sich nichts verändern. Das ist schon mal Fakt. Vielen Dank. Dann haben wir noch eine letzte Frage. Es tut mir sehr leid für alle Fragen, die wir jetzt nicht mehr mit aufnehmen konnten, weil leider haben wir eine etwas begrenzte Zeit dann auch. Und zwar wäre die letzte Frage noch, was Sie oder wie Sie das einschätzen, was denn eine Umbenennung der 3M-Straße in Meyer-Jim-Straße, was das hier bewegen könnte in der Stadtgesellschaft, wie sich das auswirken würde auf das, das kulturelle Gedächtnis der Stadt. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass ihr nicht ergebnisorientiert arbeitet, sondern prozessorientiert. Ne? Sondern es kann ja nicht sein, dass das Ergebnis die Umbenennung ist und dann habt ihr eine Meyer-Jim-Straße und dann ist das Ende von irgendwas. Das ist ja auch wieder so dieses typisch eurozentrische Denken. Ne? Wir fangen irgendwo an und wir hören irgendwo auf und dann ist das abgeschlossen, next. Nein, sondern jeder Schritt in dieser Debatte trägt zum Umdenken bei. Und wenn ihr dann es schafft, die Straße umzubenennen, hat die diesen Umdenkprozess schon so weit in Gang gebracht, dass es nur noch Formsache ist, dass alle anderen Straßen, weißt du, ich werde nicht den Fehler machen, mich da auf eure 3-Mensch-Straße dazu beschränken, den ihr da in Regensburg habt, weil ich wette, wenn ich vorbeikomme bei euch, da finde ich mindestens noch 10 andere Straßen, die auch noch umbenannt werden müssen. Und sich dann so zu versteifen auf diese 3 Mönche, die irgendwann aus Äthiopien gekommen sein sollen und verstehst du, ist ein Witz. Weißt du, das ist wirklich ein Witz. Und da würde ich irgendwie sagen, geht prozessorientiert an die Sache. Jede Überlegung und jede Debatte hin zu dieser Straßenumbenennung führt schon zum Umdenken. Und das ist das Entscheidende. Und wenn ihr dann soweit seid, dann ist das ein Etappensieg und mehr nicht. Dann geht's von dort weiter an die nächste Straße oder direkt in einem Abwasch. Alles parallel gemacht. Aber versteift euch da nicht auf eine Straße und dann, und ich sage euch auch was, es hat 10 Jahre gedauert, hier in Berlin die Meyer-Jim-Straße umzubenennen. Also glaubt nicht, dass das eine Sache von heute auf morgen ist. Es ist ein Marathon. You're in for the long run. Weißt du? Also, und wer antirassistische Arbeit ernst nimmt, der ist auch bereit zu laufen, und zwar den ganzen Weg. Ja.